Florian Stetter spielt den Hans Pippich in Nackt unter Wölfen. Also quasi die Person, die auch dafür sorgt, dass dieses Kind ja im Lager bleibt oder auch bleiben kann. Die Frage, die wir uns gestellt haben, glauben Sie, dass man in so einem Lager, unter so einer Extremsituation überhaupt so diese Liebe, Zuneigung, Wärme entwickeln kann, die so ein Kind braucht? Frage, weil das natürlich erstmal total absurd erscheint, weil man eben, es geht ums nackte eigene Überleben, es geht darum, dass man irgendwie eigentlich seine Aufgaben machen will, bloß um zu funktionieren, möglichst um nichts zu spüren mehr eigentlich, weil man sonst wahnsinnig werden würde. Aber ich glaube, dieser Junge zündet etwas bei diesen Häftlingen, da passiert was, da passiert auch bei Pippich etwas, eine Wandlung, wo er merkt, es gibt noch was, es ist noch ein Rest an Seele, an Gefühl da, was dieser Junge gerade braucht und wo die sich einfach durch diesen Jungen auch wieder spüren. Und das macht es so wertvoll, auch diesen Moment. Vor allen Dingen glaube ich auch an die Erinnerung an sein eigenes Klar, Kind. Das kommt dazu, ja, das natürlich. Kommt, das kommt bei ihm absolut, sowieso dazu. Absolut, das spiegelt sich natürlich auch dann. Dass er plötzlich wieder in diese Erinnerung, was ja immer durch die Rückblenden wieder passiert. Total. Da kam ins Lager, seine Frau war hochschwanger, jetzt weiß er, das Kind ist auf der Welt, dem muss es geben. Und dann kommt dieser dreijährige Junge, wo er natürlich auch sein eigenes Kind... Plötzlich so Vatergefühle absolut. Entwickelt. Und, ja, und, aber alle im Lager eben diese Vatergefühle plötzlich entwickeln. Das ist ja das Tolle. In dieser ausweglosen Situation, dass plötzlich alle sich auch um das Kind kümmern. Ja, das fand ich also ganz toll gemacht in dem Film. Stefan, entschuldige. Aber eben nicht kitschig. Das finde ich so toll. Sondern so irgendwie auch total notwendig, wo man das Gefühl hat, ja klar, die spüren sich jetzt und die wollen für dieses Kind da sein, im Sinne einer Menschlichkeit. Aber ich glaube, wenn man auch so aus der Vergangenheit Verfilmungen, die das Thema Drittes Reich behandeln, auch schon in einigen mitgewirkt, in Napola oder in Sophie Scholl. Ich glaube, die nehmen das alle sehr ernst, aber dennoch auf eine Art, die man sich trotzdem auch anschaut und auch mitfühlen kann, oder? Glaube ich auch. Ne? Was machen denn solche Dreharbeiten gerade zu diesen oder bei diesen Filmen mit einem als Schauspieler? Das ist schwierig, weil es letzten Endes... Du musst dich auf ein bestimmtes emotionales Sprungbrett bringen, wo du abspringen kannst, wo du in die Szenen dann reinspringen kannst. Das heißt, ich musste mich im Vorfeld dementsprechend natürlich durch Recherche, durch Bilder, durch Aufnahmen, durch Gespräche. Wir haben Rolf Kralowitz getroffen in Köln, einer der Häftlinge von Buchenwald, der die letzten paar Wochen dort miterlebt hat, der uns sehr plastisch noch davon erzählt hat. Und dann merkt man, dass etwas passiert, dass auch ein Interesse bei mir noch mehr geweckt wird, aber natürlich auch eine Betroffenheit, die man dann letzten Endes für diesen Dreh auch wieder ausschalten muss, weil man da dann letzten Endes als Häftling musste funktionieren. Und dann aber nach Ende des Drehs habe ich einfach gemerkt, wie das nachwirkt, wie ich dann einfach noch so drei, vier Monate einfach irgendwie noch so ein Trauerkloß in mir hatte oder irgendwie etwas, was noch ausklimmen musste. Also es ist eben nicht so, dass man sagt, das ist jetzt einfach ein Dreh, dann gehe ich nach Hause, dann ist vorbei oder am Abend gehe ich in mein Hotelzimmer, schaue ich mir einen anderen Film an, so gar nicht. Also auch währenddessen musste ich sehr gucken, dass ich emotional irgendwie auch mich selber nicht verliere auf eine Art. Ja. Und mich auch dann am Abend eigentlich überhaupt nicht Musik oder irgendwas gehört habe, sondern eigentlich fast meditativ in mein Bett gegangen bin und geguckt habe, dass ich irgendwie wieder zu mir komme und mir dadurch dann auch meine Kräfte eben dementsprechend einteile. Und es gab manche Momente, zum Beispiel den an der Rampe, wenn wir ankommen, mein Vater und ich, was wir hier original gedreht haben in Buchenwald, wo du einfach am Ende bist, wo du auch als Schauspieler am Ende bist, wo du merkst, das ist eine Realität, die da einbricht, wo du eigentlich nicht mehr kannst und wo es eigentlich nicht mehr möglich ist, das zu drehen. Wo man dann auch so gedemütigt wird. Ich denke da zum Beispiel auch an die Szene beim Duschen und so. Das, ich sag mal, da kann man ja nicht mehr davon reden, dass einem der Beruf Spaß macht, oder? Also... Ja, von Spaß kann man da nicht mehr reden, das stimmt. Also da geht es dann schon mehr um ein Anliegen, was man hat, wo man denkt, ich muss auch diese Art von Schmerz oder diese Art von emotionaler, brachial Gewalt, was da gerade auf mich einbricht, aushalten, weil ich das erzählen will als Schauspieler, weil ich auch diesen Film machen will und weil es etwas gibt, was ich möchte, dass die Leute erfahren. Und da bin ich durch viele Schmerzmomente gegangen, Peter Schneider ja genauso, die anderen auch. Also das war... wo wir schon wussten, das wird jetzt kein vergnüglicher Ritt. Zufrieden mit dem Ergebnis? Sehr. Ich bin sehr, sehr froh darüber.
weil das eigentlich das war, was wir uns vorgenommen hatten. Auch, dass wir eben nicht kitschig, es war ein schmaler Grat, gerade mit dem Kind. Ja, es ist so, wenn du ein Kind hast und der hat so schöne Augen und der sieht einfach toll aus, dieser Junge. Und dann ist es immer so schwierig, dass man bloß nicht in so einen Kitsch kommt, in so eine Betroffenheitssoße oder so. Und ich glaube, das ist Philipp Kadelbach unglaublich gut gelungen, dass er da diesen schmalen Grat geschafft hat, eben, dass man da nicht so eingesülzt wird, sondern dann doch irgendwie betroffen ist oder auch berührt ist, aber eben im richtigen Maß dann auch es wieder weitergeht in andere Szenen. Wenn jetzt Angst, mit dem alten Film verglichen zu werden oder den Schauspielern verglichen zu werden? Ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl habe, der alte Film steht für sich. Der ist ein Filmdenkmal, wird er auch immer bleiben. Es ist ja kein Remake, was wir drehen. Ich glaube, das wäre dann was anderes, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen den Frank-Bayer-Film nochmal neu erzählen und da fehlt ja was und so. Das sagt ja niemand von uns. Wir sagen ja alle, das ist ein toller Film, der steht für sich. Und wir haben einfach auf der gleichen Romangrundlage nochmal einen neuen Film gedreht. Und von daher glaube ich nicht, dass die sich ins Gehege kommen. Du kannst auch die Figuren nicht direkt vergleichen. Auch Pippich ist da ja ganz anders angelegt. Das ist etwas anderes. Und das gibt mir eigentlich Raum und auch Zuversicht.